warum guter Sex einen Mann nicht dazu bringt, sich dauerhaft an dich zu binden und was du tun kannst, um eine glückliche Beziehung zu erschaffen. Darüber sprechen wir in diesem Video. Meine Liebe, du hast wahrscheinlich schon bemerkt, dass guter Sex alleine nicht ausreicht, um eine glückliche Beziehung aufzubauen. Es ist am Anfang verlockend, nicht, wenn es wirklich harmoniert im Bett, wenn es richtig gut passt und als Frau verliebst du dich. Du hast, wenn du mit jemandem wirklich guten Sex hast, hast du viel Oxytocin, das Bindungshormon. Du willst dich an diesen Mann binden, du willst bleiben, der erfüllt dir all deine Träume, das ist genau das, was du wolltest. Aber von seiner Seite aus sieht das hormonell ein bisschen anders aus. Er hat weniger Oxytocin, dafür mehr Dopamin, das heißt, er fühlt sich wie ein Held, er hat was geschafft, er ist toll, er ist großartig, das heißt aber nicht, dass er sich an dich bindet. Wenn du in so einer Situation gelandet bist, in einer sogenannten Freundschaft plus, und ich finde das Wort furchtbar, oder in so einer lockeren Geschichte, wo es jetzt im Endeffekt wirklich nur noch darum geht, treffen wir uns bei dir oder bei mir, und du hast keine Lust mehr drauf, du sagst, hey, ich will aber gemeinsam essen gehen, Urlaub machen, ich will mit dem Menschen wirklich was erleben, ich möchte wirklich Beziehung haben, ich möchte in die Zukunft schauen können, dann bleib dran. Wir sprechen darüber, welche Aspekte du beachten solltest, und ich zeige dir, wie du emotionale Bindung jetzt aufbaust, ganz egal, wo du gerade mit ihm stehst. Zuallererst überdenke deine Herangehensweise. Viele Frauen denken, dass automatisch, wenn man regelmäßig Sex hat, dann wird sich das schon so in eine Beziehung entwickeln. Das kann passieren, muss aber nicht. Vielmehr, was passiert ist, der Mann gewöhnt sich an die ständige körperliche Nähe, ohne dass er wirklich in die Beziehung investieren muss. Vermeide diesen bedingungslosen Sex, also dieses einfach, okay, ich gebe dir alles und du gibst mir nichts. Natürlich, Beziehung ist jetzt kein Tauschhandel, aber, meine Liebe, wenn du ständig gibst, und hier gehst du ja über deine Grenze. Ich kenne nicht viele Frauen, die mit jemandem ständig schlafen können, ohne sich emotional zu binden oder ohne sich dann emotional ausgenutzt zu fühlen. Wenn du zu denen gehörst, die das nicht fühlen, alles gut, dann ist es auch okay. Aber die meisten Frauen spüren dann diesen Schmerz, dieses ich wurde benutzt, da kommt nichts zurück. Und es ist vollkommen natürlich, dass dir das fehlt, dann zu kuscheln, vertrauen zu können, wissen, dass da jemand für dich da ist. Wenn du in dieser Situation bist, wenn du merkst, dass es dir immer wieder wehtut danach, dass du wirklich das Gefühl hast, seine Bedürfnisse werden erfüllt, aber deine nicht, dann hör auf damit. Geh einen Schritt zurück. Und ich komme gleich zu den 5 Schritten, die du tun kannst, um emotionale Bindung wirklich aufzubauen. Aber das Wichtigste, womit du aufhören musst, ist, dich einfach herzuschenken und nichts dafür zu bekommen. Nächster Punkt. Sei dir bewusst darüber, dass nur weil du mit ihm schläfst, das nicht bedeutet, dass er sich nicht mit anderen trifft. Dieser Mann kann jetzt genauso gut noch abends ausgehen, Frauen kennenlernen und sich in eine andere Frau verlieben. Warum? Weil er emotional nicht an dich gebunden ist und nur das Körperliche bindet ihn nicht. Ganz wichtig, achte auf kongruente Kommunikation. Kongruent heißt deckungsgleich, das heißt, das, was du fühlst und das, was du sagst, passt zusammen. Sag nicht verschiedene Dinge, sag nicht, ja, es ist okay für mich, wenn wir so locker weitermachen, wenn du eigentlich eine Beziehung willst. Mach das nicht. Und das fängt schon auf Tinder an, wo du auswählen kannst, ich will Beziehung oder nur kurzfristig oder ich weiß nicht. Mach das nicht. Klick das an, was du wirklich willst, steh zu dem und kommuniziere das, wenn du mit diesem Mann zu tun hast. Sag, hey du, ich will eigentlich Beziehung, also so ein lockeres Hin und Her oder mal schauen, das ist nicht mein Ding. Ich möchte eine Beziehung aufbauen mit jemandem und nicht einfach nur mit jemandem ins Bett gehen. Und dann stärke die Verbindung außerhalb des Schlafzimmers. Unternimm mit ihm andere Dinge. Wenn man mit jemandem nur ins Bett geht, hat er noch lange nicht das Gefühl, dass du emotional die Partnerin für ihn sein kannst, mit der er sein Leben verbringen will. Wir sprechen jetzt darüber, wie du eine stärkere emotionale Bindung aufbauen kannst. Vor allem, indem du das Bindungshormon Oxytocin bei ihm mehr triggerst, nicht nur bei dir. Bevor wir dazu kommen, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ich habe ein kostenloses Webinar für dich aufgenommen, das heißt das Geheimnis der Verführung. In diesem Webinar erfährst du, was es braucht, um einen Mann dauerhaft an dich zu binden, warum er jetzt im Moment noch nicht an dich gebunden ist und wie du das Ganze ändern kannst. Warum erzähle ich das nicht alles hier in einem YouTube-Video? Es dauert eine Stunde. Ich habe wirklich viele Informationen für dich da drinnen, viele Geheimnisse, die du wissen musst. Und das Ganze ist vollkommen kostenlos. Du kannst dich für das Webinar anmelden direkt unter dem Video. Da ist ein Link. Klick da drauf, hol dir das Webinar. Schau dir das gleich im Anschluss an, damit du wirklich alles weißt, was du wissen musst, um diese Situation jetzt zu retten. Und jetzt gehen wir zurück zur emotionalen Bindung, meine Liebe. Oxytocin. Wodurch wird Oxytocin beim Mann hervorgerufen? Durch körperliche Nähe und jetzt nicht
sexuelle Nähe, sondern generell körperliche Nähe. Das kann Streicheln sein, das kann eine Umarmung sein, eine liebevolle Berührung sein. Es kann sein, dass du ihm durch die Haare fährst. Körperliche Nähe triggert Oxytocin. Das brauchen wir. Und probier wirklich mal aus, mit dem zu spielen, körperliche Nähe, ohne wirklich mit ihm ins Bett zu gehen. Zweitens, tiefgründige Gespräche. Gespräche, wo man wirklich Geheimnisse miteinander teilt, Erfahrungen miteinander teilt, die einen sehr berührt haben oder Themen diskutiert, die einfach wirklich Tiefe haben. Das führt zu emotionaler Bindung. Nummer drei, gemeinsames Lachen. Wenn wir miteinander lachen, stärkt das das Gefühl der Verbundenheit und das schüttet Oxytocin aus. Das kannst du natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen fördern. Man kann lustige Filme miteinander anschauen, man kann ins Kabarett gehen, man kann sich gegenseitig seine Lieblingswitze erzählen oder einfach über etwas Lustiges lachen, was einem mal passiert ist. Nummer 4, Wertschätzung und Unterstützung. Zeige ihm Anerkennung und Unterstützung. Lass ihn wissen, dass du ihn als Mensch wertschätzt. Aber eine Sache ist noch ganz wichtig, meine Liebe. Abonnier meinen Kanal. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du meinen Kanal abonnierst, unterstützt du mich als Creator hier auf YouTube. Und das Beste ist, du wirst immer sofort informiert, wenn ein neues Video online geht. Und jetzt Punkt Nummer 5, das Teilen von Erlebnissen. Gemeinsame Aktivitäten und vor allem gemeinsame Abenteuer stärken die Bindung und fördern die Produktion von Oxytocin. Gemeinsame Abenteuer. Was könntest du jetzt alles mit ihm unternehmen? Jetzt kannst du kreativ werden. Er will dich ja bestimmt bald wiedersehen, weil ihr habt guten Sex. Aber jetzt könntest du dann sagen, okay, aber dieses Mal lass uns zuerst woanders hingehen. Du kannst es ja wirklich so verpacken. Ja, ich komme gern wieder zu dir, aber lass uns davor noch dort hingehen. Und dann mach was Spannendes, Aufregendes mit ihm. Das kann ein Escape Room sein, das kann das sein wie Fallschirmspringen, das kann eine schöne Wanderung sein. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Nutze das, meine Liebe, um emotionale Bindung zu erzeugen, damit du mit diesem Mann bald in einer glücklichen Beziehung bist. Ich danke dir fürs Zusehen und denk daran, dir jetzt das Webinar Geheimnis der Verführung anzusehen, damit du wirklich alles weißt, was du wissen musst. Hier geht's zum Webinar. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.